Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu diesem Mini-Excel-Trick, den ich euch hier zeigen möchte, den ich selbst gar nicht kannte. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Liste. Beispielsweise haben wir hier Weihnachtsgeschenke aufgeführt und die haben irgendeinen Preis. Ich habe hier irgendwelche Zufallszahlen verwendet. Und jetzt wollt ihr möglichst schnell den Durchschnittswert der Preise hier herausfinden. Es kann auch jeder andere Sachverhalt sein, das ist einfach nur ein Beispiel. Dann wisst ihr ja auch bestimmt, dass wir jetzt natürlich hier äh, zum Beispiel den Mittelwert auswerten können. Ausrechnen können und so weiter, kein Problem, oder die Summe. Aber ihr habt auch hier beispielsweise ja in dieser Statusleiste die Option, so etwas mit anzuzeigen. Ja, und das könnt ihr auch auswählen über die Optionen, was ihr da genau anzeigen wollt, also was für Berechnungen. Und wenn ich jetzt hier den Durchschnitt oder auch die Summe einfach kopieren möchte, könnt ihr auch einfach draufklicken. Und dann ist das Ganze in eurem ja, Clipboard gespeichert. Das heißt, ihr könnt jetzt über Steuerung v das überall einfügen. Also beispielsweise auch, weiß ja, auch in eine E-Mail oder sonst irgendwo, wo ihr das abspeichern wollt. Ihr müsst das also gar nicht berechnen, sondern einfach da draufklicken nach der Auswahl und dann einfach irgendwo anders, muss jetzt nicht diese Excel-Datei sein, aber ich zeige es jetzt halt einfach hier, über STRG-V einfügen und ihr habt direkt den Wert. Ja? Also ein kleiner Trick, den ihr über diese Optionen unten habt in der Leiste, den ich selbst eigentlich gar nicht kannte, weil ich ihn nie verwendet habe, aber er ist mir aufgefallen und den wollte ich mit euch teilen. Ja, ich hoffe das war hilfreich, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und... Abonnieren nicht vergessen, ansonsten natürlich noch gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal.